Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Guide-Video zu Elden Ring. Ich bin hier beim ersten Leuchtfeuer nochmal. Und hier, ihr erinnert euch vielleicht, trifft man ja ganz am Anfang vom Spiel den ersten NPC. Und der hieß, beziehungsweise heißt Vare. Und wenn man im Spiel den Godrick, den zweiten großen Bossgegner, besiegt hat, dann verschwindet er. Und zwar zu der Rosenkirche. Und diese Rosenkirche ist hier oben im Nordwesten vom Spiel. Hier ist die Akademie und hier ist die Rosenkirche. Und so sieht es hier aus. Das ist die Rosenkirche. So sieht die Umgebung aus. Ziemlich schönes Gebiet hier. Auch wenn hier ein bisschen sumpfig ist in der Gegend, aber insgesamt auch eine ganz schöne Stimmung. Und Vare, kommen wir jetzt zum Wichtigsten, steht hier an dieser Stelle und hat eine Aufgabe für euch. Ja, er hat eine Aufgabe für euch, ihr sollt andere Leute invaden und das müsst ihr mindestens dreimal machen. Dazu gibt er euch ein Item, das müsst ihr benutzen und dann dringt ihr mit diesem Item in die Spielwelt anderer Spieler ein. Den Kampf müsst ihr noch nicht mehr gewinnen, das ist egal, auch wenn ihr dreimal verliert, ist völlig wurscht. Danach geht ihr wieder hierhin zurück, spricht ihn nochmal an, er freut sich und gibt euch die nächste Aufgabe. Und sagt zu euch, ihr sollt das weiße Tuch, was er euch überreicht, sollt ihr zu einer Kirche bringen, wo eine Jungfrau hockt. Und das wird ein bisschen tricky, denn die ist ganz weit weg. Diese Kirche ist ganz hier oben. Kirche der Inhibition ist das. Und die ist recht schwer zu finden. Diese anderen Bereiche hier, Leuchtfeuer, Mausoleumsgelände oder das vorige, Ruinen des Labyrinths, das ist noch relativ einfach zu finden. Hier portieren wir uns aber mal gemeinsam hin. Und von da aus zeige ich euch mal den Weg zu der Kirche der Inhibition. Das ist wirklich ein bisschen schwierig zu finden. Palastruinen von Ult. Aber das Leuchtfeuer heißt eigentlich Mausoleumsgelände. Ja, und von hier aus geht es dann los. Zur Kirche der Inhibition, wo die Jungfrau sitzt, die ihr finden sollt, um das weiße Tuch mit ihrem Blut zu tränken. So, und irgendwo hier muss es runtergehen. Hier zum Beispiel. So. Das war knapp. Gerade noch mal gut gegangen. Hier runter. Und so geht's. Alright. Ja, muss man aufpassen, wenn man oben runterfällt, kann man auch leicht sterben. Hier zur Linken ist noch ein Leuchtfeuer. Das habe ich bereits aktiviert. Und spar mir das an dieser Stelle. Wir reiten weiter hier die Hochstraße hoch. Moin. Den Ritter lassen wir mal Ritter sein. Genießen stattdessen die wunderschöne Spielwelt. Hier Vorsicht vor den Fledermäusen. So, ist das nicht eine Aussicht hier? Das ist doch der Wahnsinn, oder? Die ganze Gegend habe ich auch noch nicht erkundet. Wir reiten mal weiter hier zu unserem Ziel. So, hier durch. Und hier muss man jetzt aufpassen. Ich heile mich nochmal vorher. Denn hier beginnt bald ein, ja, ein Bereich, wo scharf geschossen wird. Und zwar mit Fäulnis.
So, hier geht's los. An dieser Stelle immer schnell heilen. Und sofort wieder aufs Pferd steigen. So, das war's jetzt aber. So, dann hier in das kleine Dorf. Dorf der rasenden Flamme. Bin ich bisher auch nur durchgeritten, weil sehr, sehr feindlich. So, dann geht's hier hoch. Und da hinten ist schon die Kirche der Inhibition. Und hier lauert ein sehr, sehr starker NPC. Und ich versuche jetzt mal schnell in die Kirche zu laufen. Vielleicht schaffe ich es ja, bevor er das blockiert hier. So, wenn ihr dann den NPC besiegt habt oder beim zweiten Mal vielleicht das Leuchtfeuer aktiviert habt und das weiße Tuch mit dem Blut getränkt habt, dann geht es wieder zurück hier zu Varé und er gibt euch dann einen Gegenstand. Ja, immer die Nachrichten durchklicken, bis sich die wiederholen, also bis es nicht mehr weitergeht, ganz wichtig. Er gibt euch dann einen Gegenstand und das ist der hier, Medaille des Rheinblutritters. Und das benutzen wir jetzt beide mal. Denn die Quest ist jetzt schon abgeschlossen, ja. Die Quest habt ihr jetzt geschafft, ne? Und das Item ist quasi die Belohnung für das Bestehen der Quest. Und jetzt sind wir hier in einem sehr, sehr gefährlichen Bereich, wo es sehr starke Gegner gibt, aber eben auch den aktuell besten Farmspot. Und hier müsst ihr aufpassen. Und reitet am besten genau den Weg, den ich jetzt auch lang reite. Denn hier ist überall Gefahr. Was auch dezent durch das Blut angezeichnet wird. Aber weit ist es nicht mehr. Nur noch diesen Hügel hier hoch. Und hier oben ist dann das rettende Leuchtfeuer. Und somit seid ihr am Farmspot angelangt. Denn der ist gleich hier. Diese ganzen Kollegen hier, die hier schlafen, jeder von denen gibt 200 Runen. Über 200 Runen. Und wenn ihr jeden hier erledigt, dann wieder zurückgeht und das wieder von vorne macht, dann kommen in der Stunde, ich würde mal grob schätzen, mindestens 300.000 Runen zusammen. Also das ist, soweit ich weiß, wirklich der beste Farming-Spot. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr schafft den Weg. Ist nicht ganz einfach, auch der NPC, der Invader, meine ich, der hat's in sich. Aber ihr schafft das schon und sage ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss.